yeah, Elektro-Schrott. Heute, liebe Schlurzgrömpfen, werden wir Kabel krimpen. Flachbandkabel. Großartige Sache. Wenn ihr Flachbandkabel braucht, seid ihr genau richtig. Sonst ab zum Roger Linsky. Ich verlinke das. Der hat PSK gekrimpt. Ist auch arschgeil. Boah. Aber Flachbandkabel ist auch gut und deswegen machen wir das jetzt. Und wenn einer von euch findet, dass der Autofokus von der Olympus Pen laut und scheiße ist, dann, ja, ich verlinke auch noch meinen Amazon-Wunschzettel. Ihr könnt mir eine Kamera schenken, sehr gern. Liebe YouTuber, heute will ich euch was zeigen, was ziemlich nützlich ist. Und zwar, wie man Flachbandkabel krimpt. Ich brauche das deswegen, weil ich meine LED-Matrix mit meinem Controller dafür mit einem kleinen Flachbandkabel verbinden will. Und das macht man am allerbesten, indem man sich so ein Kabel herstellt. Alles, was man dazu braucht, liegt hier schön im Bild. Und zwar eine Schere, um das Kabel zu schneiden. Kabel, 26 pullig in diesem Fall. Die Steckerleinen, die man dafür braucht. Und die Zugentlastung. Außerdem diese wunderbare Klemmzange. Ach, geiles Teil. Das Schöne an der Klemmzange ist, die kostet nur 6,75 Euro bei Reichelt. Ich verlinke das unter dem Video. Na gut, fangen wir an. Wird auch nicht lange dauern. Das Kabel, das ich brauche, ist ungefähr... Ne, so weit lang hier und das schneide ich mir einfach mal so ab. Benötigt keine extreme Präzision an der Stelle. Und jetzt geht alles damit los, dass man eines von diesen Dingern hier so ein bisschen aufmacht. Gerade so weit, dass das Kabel durchpasst. Jetzt suchen wir uns die Seite, an der hier der Pfeil ist. Das ist ein kleiner Pfeil. Und schieben das Kabel einfach rein. Und drücken so ganz vorsichtig an. Und dann schauen wir schon mal rein. Das ist ganz wichtig, da muss man einfach einmal reinschauen und gucken, ob die Messerchen wirklich an der richtigen Stelle sitzen. Und dann drückt man das einfach mal so, ich sage jetzt mal halbkräftig zusammen. Der nächste Schritt ist, dass man dieses gelbe Dings aus der Zange rausnimmt. Das hat vorne so zwei Vertiefungen und da setzt man diesen Pöppel von dem Stecker ein, sodass der Stecker da gut drin sitzt. Das nimmt man jetzt so, wie es ist. Schiebt es in das Zangenteil komplett rein. Letzte visuelle Kontrolle, ob die richtig sitzen. Tun sie. Und was man dann macht, ist zudrücken. So. Das scheint richtig zu passen. Normalerweise würde man jetzt den Stecker auf der anderen Seite so setzen, dass er auf derselben Seite runtergeht. Das brauche ich jetzt in dem Fall nicht, weil bei mir ist das Controllerboard so geworden, dass ich für die richtige Ausrichtung den einen Stecker nach unten und den anderen nach oben brauche. Das heißt, ich suche mir auch hier wieder den Pin 1, mache den auch wieder bei dem roten Teil, aber wo der eine nach unten ging, nehme ich den anderen nach oben. Ne? Du Luder, geh rein. Ja, das passt. Das drücke ich wieder so ein bisschen zusammen. Dann kommt es wieder in das gelbe Teil. Der schwierigste Teil ist immer, dieses Stück in die Krimpzange reingeschoben zu bekommen, ohne dass einem alles auseinanderfällt. Das braucht ein ganz kleines bisschen Übung. Nach dem zweiten oder dritten Mal hat man es aber. Voilà! Ja. Jetzt habe ich ein perfekt geklemmtes Kabel. Die einzige Kleinigkeit, die noch fehlt, sind diese Zugentlastungsbügel. Das sind die, die hier auch immer mit dabei sind. Wenn man die vorher schon drauf macht, hat man sie jetzt abgebrochen. Was man jetzt nämlich macht, ist, man dreht hier das Kabel um auf die andere Seite, nimmt den Bügel, steckt ihn rein, klickt ihn fest, fertig. Dasselbe auf der anderen Seite. Umdrehen, Bügel drauf, rein damit, fertig. Ja, das war's. Fertig gekrimptes Kabel für meine LED-Matrix, kann ich gleich verwenden. Sieht auch einigermaßen gerade aus, ich glaube, da habe ich keine Kurzschlüsse oder sowas gebaut. Und weil ich weiß, dass jeder von euch drauf gewartet hat,
gibt es jetzt natürlich auch noch die Nase.